Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit ein paar kleinen Q&A-Fragen. Wir planen ein bisschen den Sommer und ich habe eine schlechte und viele gute Nachrichten für euch. Fangen wir mit der schlechten an. Dies ist das letzte YouTube-Video aus der Küche vor der Sommerpause. Hier geht es dann erst Ende August weiter. Jetzt kommen die guten Nachrichten. Ich versuche, den Micha zu überreden, mich im Urlaub zu besuchen. Und dann drehen wir von dort aus auch ein Video. Mal schauen, ob es klappt. Hängt von Micha ab. Und des Weiteren bleiben wir den ganzen Sommer über in Live-Videos miteinander verbunden. Haben wir ja letzten Sonntag gemeinsam gemacht. Da war ich dann unterwegs und habe aus einer McDonald's-Filiale mit dem Handy einfach eine Stunde mit euch live gestreamt. Und das hat ja so wunderbar funktioniert. Das heißt, das ist überhaupt kein Aufwand. Und die Termine sind wie folgt. Bitte einmal aufschreiben. Jeden Sonntag um 19 Uhr treffen wir uns den ganzen Sommer über, das heißt den ganzen Juli und bis Ende August in Live-Videos hier auf dem YouTube-Kanal. Und ich würde gerne einen zweiten Termin die Woche machen, der ist aber flexibel, dass ich auch mal Leute abhole, die vielleicht nur mittwochs früh können oder donnerstags mittags. Oder da würde ich mich dann ganz nach euch richten und ihr könnt mir gerne eure liebsten Uhrzeiten und Wochentage einfach in die Kommentare schreiben und ich schaue mal, was da so, ob ich die eine Woche den Tag nehme und die andere Woche den Tag. Deswegen bleibt den ganzen Sommer über wachsam auf die Community-Posts, wo ich dann immer ankünde, wann das nächste live ist. Aber einen Termin, den haben wir fix, jeden Sonntag um 19 Uhr hier im Kanal und da freue ich mich auf euch. Mir ist nämlich ganz wichtig und darum geht es ja auch eigentlich, ich möchte euch begleiten. Ich möchte euch bei dem Buch Happiness Hausgemacht, das ist ja ein 6-Wochen-Programm und die allermeisten von euch haben es ja bereits, indem wir durch die einzelnen Bereiche des Alltags gehen, sie ein bisschen umstrukturieren mit ein paar kleinen Aufgaben, sie punktuell ein bisschen anpassen, um einfach in die eigene Kraft, in die eigene Gelassenheit zu kommen und somit auch in die eigene Happiness, weil unser Alltag ist ja durchaus sehr herausfordernd. Wir haben alle unterschiedliche Alltäge, aber dennoch ist es ja schon so, dass wir den ganz vielen verschiedenen Dingen gerecht werden wollen. Ja, und deswegen ist es schön, das mit ganz viel Kraft zu machen. Und deswegen, dieses Programm habe ich geschrieben, als ich 2009 alleinerziehend war und nicht wusste, wohin mit mir, was mit meinen Kindern, meine Situation, da hat mir ganz viel nicht gepasst. Dann habe ich das Programm für mich selber geschrieben. Es dann hinterher einigen Freundinnen nach und nach dann auch zur Verfügung gestellt. Und als der Verlag mich dann vor einem Jahr gefragt hat, ob ich ein drittes Buch schreiben möchte, habe ich gesagt, ich würde gerne dieses Programm, welches damals mich so verändert hat und auch vielen meiner Freundinnen weitergeholfen hat, einmal mich hinsetzen. Und daraufhin habe ich mich dann ein halbes Jahr hingesetzt und das alles nochmal ordentlich aufgeschrieben und natürlich angepasst mit meinen neu dazugewonnenen Erfahrungen. So. Und muss ich da zur Tür gehen? Ich muss einmal zur Tür gehen, bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Entschuldigung. Wo waren wir stehen geblieben? Buch. Das Buch kann bestellt werden. Ich verlinke es euch in der Infobox für alle, die noch mitmachen möchten, die eine Anleitung, sich nochmal neu aufstellen wollen, vielleicht auch nochmal neu anfangen wollen. Ein schöner Impuls auf jeden Fall und ich freue mich dann in den Live-Videos gemeinsam mit euch durch das Programm zu gehen. Das heißt also, ihr geht durch das Programm und ich stehe dann noch mit weiterführenden Fragen. Gerne bin ich für euch da, weil so ein Programm macht wirklich Spaß, in Gemeinschaft zu durchlaufen. Auch manchmal möchte man ja auch anderen von den Fortschritten einfach sich austauschen und berichten und so. Übrigens, Happiness Hausgemacht ist seit Montag Spiegel Bestseller, Platz 6. Ein liebes Dankeschön an euch an dieser Stelle dafür. Ich freue mich ganz besonders, dass durch die Platzierung jetzt noch mehr Frauen, noch mehr Mamas erreicht werden können. Des Weiteren können wir in den Live-Videos natürlich auch andere Fragen an mich einfach nachholen, beziehungsweise den Austausch innerhalb der Community noch weiter verstärken, was natürlich viel leichter in einem Live-Video ist als in der Kommentarfunktion unter einem Video. Und deswegen dachte ich mir, hole ich auch die ein oder andere Q&A-Frage nach. Ich habe ja vor einigen Monaten mal einen Aufruf nach Q&A-Fragen gemacht. Das sind 250 Fragen darunter und selbstverständlich kann ich pro Video immer nur 3, 4 beantworten. Und ich dachte mir, ich hole jetzt die ein oder andere nach,
in diesem Video, und das können wir dann auch durch den Sommer ziehen. Also wenn du jetzt weißt oder wenn du jetzt denkst, Mensch, meine Q&A-Frage von damals wurde auch noch nicht beantwortet, dann schalt doch gerne in den Live-Videos ein und dann können wir das ja vielleicht nachholen. Also es würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen und es wird ein ganz toller Community-Sommer. Ich hole jetzt mal direkt, ich habe natürlich alle noch hier gespeichert und ich hole mal jetzt die ein oder andere Frage nach. Vielleicht von eine ganz, ganz häufig gestellte Frage an mich von Nasir AD. Ist eure Familienplanung abgeschlossen? Du bist so eine tolle, bodenständige und wunderschöne Frau. Ganz lieben Dank. Ja, und die Frage nach der Familienplanung, ihr Lieben, die stelle ich mir selber. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch einen kleinen Kinderwunsch. Der ist noch da. Ich weiß von ganz vielen Frauen, eine abgeschlossene Familienplanung, die fühlt sich ganz anders an. Ich habe so viele Freunde in meinem Umfeld, die sagen, boah ja, nee, jetzt ist Schluss. Nö. Ach, ich weiß genau, jetzt sind wir fertig. Und dieses Gefühl habe ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich aber ganz viel Respekt davor, vor den Herausforderungen mit noch einem Baby, gerade Beruf, Kinder. Es ist ja, ich habe ja schon 4 Kinder und mir ist ja leider nicht mit der Geburt pro Kind noch ein weiterer Arm gewachsen. Das ist ja nicht der Fall. Und ja, also ich habe auch ein bisschen Respekt vor dem Alter. Einfach, ich habe jetzt 4 gesegnete, gesunde Kinder und ich habe so ein bisschen Respekt davor. Also ich will jetzt auch kein Thema machen und 40 ist jetzt auch nicht zu alt und auf gar keinen Fall würde ich da jetzt jemandem anderen eine Angst sagen. Aber einfach für mich, ich bin so voller Dankbarkeit und ja, das sind einfach so ein paar Gedanken, die ich da so in meinem Kopf hin und her schiebe. Dann muss ich auch sagen, körperlich, mein Beckenboden, haben wir ja vor 2, 3 Wochen drüber gesprochen, das ist schon ein Thema. Und dann habe ich Respekt vor der Übelkeit. Also es sind so, ihr Lieben, wir wissen ja alle, ab einem gewissen Punkt Kinderwunsch sind uns diese Abers im Außen dann auch wieder egal. So, deswegen, ich beantworte die Frage, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich habe euch jetzt ein bisschen teilhaben lassen an den verschiedenen Gedanken, die ich dazu habe, ohne eine Antwort. So, nächste Frage. Ich gehe wieder in meinen Fragenordner zurück. CBE. Wie ist deine Meinung dazu, seine Kinder in sozialen Medien zu zeigen? Gibt es da einen Unterschied zwischen Privatpersonen oder Personen des öffentlichen Lebens? Freue mich auf das Video. Also, ich persönlich habe ganz früh schon entschieden, meine Kinder nicht zu zeigen. Ich weiß noch, da war Facebook ganz neu und ich hatte erst ein Kind. Und es ging los mit Fotos, die einfach von den Kindern im Bekanntenkreis dann gepostet wurden. Und ich habe ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Und zwar gab es im Kindergarten so ein ganz großes Board mit ganz vielen Fotos drauf. Von ganz vielen Kindern. Und also auch von mir war ein Board da drauf. Und da war ein Foto von mir. Und alle fanden das total süß. Ich weiß, also es war mir so unangenehm. Es war tatsächlich ein Foto. Ich war beim Popeln und ich hatte den Finger an der Nase. Und ich habe wenig Erinnerungen in die Zeit. Kindergartenzeit habe ich wirklich nicht viel Erinnerung. Aber ich weiß noch, wie alle das Foto süß fanden. Ich muss auf dem Foto zuckersüß ausgesehen haben, aber einen Finger an der Nase. Und alle haben darüber geschmunzelt und gelächelt. Und jetzt als Erwachsener verstehe ich das. Mein Gott, ist doch süß, ja? Kleine Prinzessin mit Finger in der Nase ist doch süß. Aber für mich war das richtig schlimm. Ich habe da so drunter gelitten. Und überlegt euch mal, ich kann mich da heute noch dran erinnern. Ich weiß, wie das Foto aussieht und ich kann mich noch an die ganzen Erwachsenen erinnern, die das alle toll fanden und total süß fanden. So, und da war für mich so ein bisschen, und ich meine, es war nur eine Pinnwand im Kindergarten, ja, das ist jetzt kein, aber wenn das im Netz gelandet wäre, oh mein Gott, also da hätte ich auf jeden Fall eine Teenager-Zeit gehabt, wo ich echt
mit diesem Bild nicht einverstanden gewesen wäre. Und ich habe mir dann einfach früh schon gedacht, Mensch, eigentlich, also meine Eltern haben ja kein Foto von mir im Internet hochgeladen, weil es einfach kein Internet gab, ja. Aber ich habe mir dann einfach früh gedacht, ich glaube, meine Kinder sollen selber entscheiden, welche Bilder sie von sich im Netz haben wollten. Viel später, als ich dann Mutter von 2, von 3 Kindern war, kam dann auch das Thema Privatsphäre grundsätzlich dazu. Also, dass ich mir einfach gedacht habe, ich will das einfach nicht, auch nicht mit den Namen. Ich finde, meine Kinder, gerade jetzt auch, ich bin ja Familien-YouTuberin und erzähle ja auch über das Leben der Kinder mit den Kindern. Und es ist ja schön für meine Kinder, dass sie das quasi auch, also dass sie nicht durch die Straßen laufen und alle wissen, ach Mensch, du warst mit 3 Jahren trocken oder ach Mensch, du konntest nur 10 Monate gestillt werden, weil deine Mutter einen Unfall hatte. Und ich finde das ganz gut so und ich glaube, meine Kinder können dann, sobald sie alt genug sind, dann selber entscheiden, was sie in den sozialen Netzwerken von sich teilen wollen und was nicht. Und jetzt beispielsweise mein 16-Jähriger, der teilt gar nichts von sich. Der hat auch noch nie ein Foto hochgeladen, weil das einfach, ja, er möchte das nicht. Und deswegen bin ich auch direkt froh, dass ich dem nicht vorausgegangen bin, vor 16 Jahren, indem ich Kinderfotos von ihm irgendwo hochgeladen habe. Von daher bin ich da einfach sehr, sehr froh. Und ich kann mir vorstellen, dass meine Mädchen, die so ein bisschen extrovertierter sind, das vielleicht auch dann anders machen werden. Und die werden wahrscheinlich eines Tages von sich viele hübsche Bilder hochladen. Und die können dann auch gerne nachträglich süße Kinderfotos von sich hochladen. Das habe dann ich einfach nicht vorweggenommen. Dann nehme ich mir jetzt noch eine Frage. Mal schauen. Erzähl uns doch, wie euer Alltag so abläuft von 1 Ziska. Ich habe ja ein paar Morgenroutinen hochgeladen und auch eine Vormittagsroutine. Und den Alltag, der ist gar nicht so, da könnte ich jetzt noch ein Buch drüber schreiben, weil der auch jeden Tag anders ist. Gerade welcher Wochentag, ist mein Mann zu Hause, ist er nicht zu Hause, haben meine Eltern Zeit, welche Sportart steht an, also das ist schon so unser, muss ich arbeiten, bin ich überhaupt zu Hause, bin ich auch mal nicht zu Hause. Und so, dieses Alltag ist eigentlich nur morgens relativ konstant, außer wenn ich jetzt zum Beispiel in München aufwache, dann habe ich natürlich eine andere Morgenroutine. Übrigens, Micha, vielleicht sollten wir noch mal eine Morgenroutine aus München drehen, weil das ist wirklich eine andere Morgenroutine, wenn ich da wach werde. Können wir ja mal schauen. Was machst du, Julia Schmidt fragt, was machst du, wenn du denkst, ich kann nicht mehr? Also erstmal muss ich sagen, das habe ich früher häufiger gedacht, ich kann nicht mehr, gerade als ich alleinerziehend war, hatte ich aber auch schon mit einem Kind, dass ich mir dachte, so, nee, ich kann nicht mehr. Erstaunlich ist, wenn man das ein paar Mal gedacht hat und danach geht es ja immer weiter. Also ich habe im Laufe der Jahre gelernt, ich kann immer noch mehr, als ich denke, dass ich kann. Und in dieser Situation, ich kann nicht mehr, da genau in dieser Situation hilft eigentlich nur kurz noch durchhalten. Und sobald diese Situation vorbei ist, sei es Kind schläft endlich oder du hast es rechtzeitig wieder nach Hause geschafft oder meinetwegen Schwiegermutter ist wieder abgereist oder ich weiß es nicht. Also egal, welches Thema das jetzt für dich bedeutet, ich kann nicht mehr, kann ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen gedacht werden. Und wenn der Moment vorbei ist, dann hilft es immer, wie ich finde, einmal eine Liste machen, pro, contra. Was möchtest du verändern? Vielleicht auch nochmal, also ich muss sagen, seitdem ich mich so strukturiere, wie ich es ja auch in dem Buch Happiness House gemacht, genau durch die einzelnen Kapitel gehe, durch diese Grundeinstellung und dieses Aufgestelltsein im Alltag, kommt dieser Punkt, ich kann nicht mehr, schon recht selten. Dann ist aber auch schön, wenn er kommt, Hilfe holen und dieses nicht immer alles alleine schaffen wollen. Das setzt aber auch wieder voraus, das einmal zu organisiert haben. Sowohl einen Notfallplan haben für was ist, wenn du eigentlich mal krank bist, oder einen Notfallplan haben für, was ist, wenn dir alles über den Kopf wächst, beziehungsweise vielleicht dem Vorbeugen. Vorbeugen ist immer sehr, sehr schön. Vorbeugen, dass es nicht so weit kommt mit, ich kann nicht mehr. Und ansonsten gelassen bleiben, ruhig bleiben
Und ich finde auch immer ganz toll, so diese Gedanken einfach. Also, wenn du viel Stress im Außen hast und viele Aufgaben auf dich zukommen, dann kannst du die jetzt in diesem Moment erstmal nicht ändern. Du kannst aber deine Haltung ändern. Du kannst statt zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, kannst du sagen, ich mache das jetzt. Und wenn der Abend gekommen ist, dann schaue ich mir das an und gehe in die Situation rein und gucke, was ich verändern kann. So. Ja, ihr Lieben, und jetzt sehen wir uns erst wieder Ende August hier aus dieser Küche, beziehungsweise sonntags um 19 Uhr live und noch einen weiteren Tag unter der Woche live, den wir finden werden. Und da freue ich mich auf eure Vorschläge. Bis vielleicht schon Sonntag. Ciao. Happiness ist hausgemacht.